Willkommen an der Außenalster. Mein Name ist Christian Kunert, ich bin Fagottprofessor hier an der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg. Heute möchte ich etwas über das Studium, über das Fagottstudium an der Hochschule hier in Hamburg erzählen. Wir haben das Orchesterspiel, wir haben Repertoireproben, wir haben ein Vom-Blatt-Spiel-Orchester, wir haben den Rohrbauunterricht, damit die Mundstücke gut werden. Dann kannst du rausfinden, in welchem Bereich du als erstes die Sprache vergleichen. Wir haben den Unterricht für Orchesterstudien, um gut vorbereitet zu sein für die spätere Laufbahn, für die Karriere. Wir haben den Kontrafagottunterricht, der auch mittlerweile von großer Relevanz ist. Und natürlich den Einzelunterricht mit mir. Hi, ja, ich bin Julia Machemer, ich bin Fagottistin im dritten Semester und studiere hier bei Christian Kunert. Aber hallo, ich bin Rodrigo Rodriguez, ich komme aus Brasilien, ich bin 27 Jahre alt. Mein Name ist Silas Gärtner, ich studiere hier an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg. Ja, ich bin Christoph Konert, ich bin im Konzertexamen hier in Hamburg und studiere bei Christian Kunert Fagott. Und bin jetzt seit 3 Jahren auch beim Philharmonischen Staatsorchester Hamburg angestellt als Kontrafagottist. An der Hochschule darf ich mittlerweile auch die Studenten ein bisschen unterstützen und im Rohrbau unterrichten und beim Üben Hilfestellung leisten. Wir haben einen fantastischen Lehrer, der uns betreut, der uns an die Hand nimmt, der immer weiß, wie er mit uns umgehen muss, um auch das aus uns rauszuholen, wo wir selber vielleicht nicht mehr weiter wissen. Und in der Hochschule mag ich sehr, hier zu studieren. Gibt es zu viele Möglichkeiten für Ausländer studieren, so die Studien entwickeln. Was ich auch ganz toll finde für die Leute, so auch wie für mich, die irgendwann ins Orchester wollen, dass wir eine große Verbindung zu den Dirigierklassen hier haben. Und zwar gibt es ganz oft Orchesterproben, wo die Dirigierstudenten uns dirigieren und wir somit ein bisschen in die Orchesterwelt oder in die Orchesterliteratur reinschnuppern können und uns den Orchestereinstieg dann irgendwann mal erleichtert und genau, uns sehr erfreut, dass wir diese Möglichkeit hier haben.